Hallo zusammen. In letzter Zeit wird sehr oft über die Umwelt geredet und meistens drehen sich solche Gespräche um etwas ziemlich Trauriges. Wie etwa die globale Erwärmung, die Ozonlöcher oder die Umweltverschmutzung. Aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, falls ihr der Meinung seid, dass es keine sauberen Gewässer auf unserem Planeten mehr gäbe. In Wahrheit gibt es solche Orte zur Genüge und das Wasser ist dort so glasklar, dass man es kaum sehen kann. In unserem heutigen Video zeigen wir euch also einige der reinsten Gewässer der Welt. Lasst uns loslegen. Sabah, Malaysia. Dieser abgelegene Bundesstaat von Malaysia, der sich auf der Insel Borneo befindet, ist von Korallenriffen umgeben und deswegen gilt er unter den Tauchern als einer der Lieblingsorte. Aber nicht nur die Unterwasserflora und unterschiedliche Fischarten locken die Tauchliebhaber an. Die Sache ist die, dass das dortige Wasser derart durchsichtig ist, dass die Meeresbewohner sogar von der Oberfläche aus beobachtet werden können. Selbst eine einfache Bootfahrt in Begleitung eines Einheimischen könnte mit einem Tauchgang verglichen werden. Also, wenn ihr Angst vorm Tauchen habt, dann ist dieser Ort wie für euch geschaffen. Eine Reise dorthin werdet ihr nicht bereuen. Pupu Springs, Neuseeland. Am Nordende der Südinsel Neuseelands, am Ufer der Bucht Golden Bay, sprudeln aus den natürlichen Quellen täglich 1400 Liter kristallklares Wasser heraus. Man sagt, dass dieses Wasser von der Sauberkeit her der absolute Champion sei, mit dem nur die Antarktisgletscher mithalten können. Letztere sind aber ziemlich schwer zugänglich, während Neuseeland relativ leicht zu erreichen ist. Wir geben zu, dass die Pupu Springs nicht besonders sauber wirken. An manchen Stellen sieht das Wasser sogar irgendwie bräunlich aus. Aber lasst euch von dessen Äußeren nicht täuschen, denn das ist nicht die Farbe des Wassers, sondern die des Bodens. Ja, es ist so sauber, dass man alles sehen kann, was sich in der Tiefe abspielt. Laut einer Studie, die im Jahr 1993 durchgeführt wurde, beträgt die Sichtweite unter Wasser ganze 63 Meter. Tal der Neun Dörfer, China. Im Norden der chinesischen Provinz Sichuan liegt ein Nationalpark mit dem komplizierten Namen Jiuzhaizhou. Es ist ein Naturschutzgebiet, das von der UNESCO zum Weltnaturerbe erklärt wurde. Man braucht diesen Ort nur einmal zu besuchen, um diesen Status zu 100% nachvollziehen zu können. Die Natur im Naturschutzgebiet ist so schön, dass sie einem regelrecht den Atem verschlägt. Aber wenn sich das Ganze nur auf die Aussicht und die dichten Wälder beschränken würde, stünde dieser Ort nicht auf unserer Liste, nicht wahr? Insgesamt gibt es im Nationalpark 108 Seen. 108! Einer alten Legende zufolge hat ein Bursche seiner göttlichen Geliebten einen Zauberspiegel mitgebracht, aber das Mädchen hat ihn zufällig zerbrochen und die Scherben verwandelten sich in verschiedenfarbige Seen. Sie sind tatsächlich verschiedenfarbig. Darüber hinaus scheint jeder davon einen eigenen Charakter zu besitzen, der sich von dem eines anderen unterscheidet. Das Wasser bleibt unglaublich sauber, obwohl der Nationalpark bei den Touristen eine hohe Popularität genießt. Allerdings ist das Baden im Tal strikt verboten und man darf sogar keine Fische füttern, obwohl man sagt, dass die wahren Badeliebhaber davon nicht zurückschrecken und ins Wasser nachts steigen würden. Es ist sehr, sehr mutig von ihnen. Sie scheinen die Legenden von Ungeheuern, die den Boden einiger der heiligen Seen bewohnen sollen, nicht gehört zu haben. Königssee, Deutschland. Falls ihr schon immer davon geträumt habt, ein Boot zu fotografieren, das in der Luft zu schweben scheint, dann müsst ihr unbedingt diesen Ort besuchen. Der Königssee liegt in Bayern unweit der österreichischen Grenze und gilt als der sauberste See in Deutschland. Aus diesem Grund sind hier seit 1909 ausschließlich Ruder- und elektromotorisch angetriebene Verkehrsmittel zulässig, um das kristallklare Wasser in keiner Weise zu verunreinigen. Einer wissenschaftlichen Studie zufolge ist die Entstehung des Königssees auf das Schmelzen der Gletscher während der letzten Eiszeit zurückzuführen, weshalb sie sich zwischen den steilen Felsen gebildet haben. Darin liegt übrigens die Ursache für ihre besonderen akustischen Verhältnisse. Hier kann man ein klares und vielfaches Echo hören. Während einer Bootsfahrt zeigt der Kapitän jedes Mal dieses wunderliche Naturschauspiel seinen Passagieren, indem er eine schlichte Melodie auf der Trompete spielt. Da die Ufer des Gewässers sehr steil und mit einem dichten Wald bewachsen sind, ist es unmöglich, um den See herum zu Fuß zu gehen oder mit dem Auto zu fahren, was die Touristen daran hindert, den Königssee zuzumüllen. Allerdings sorgen auch die Behörden für die Sauberkeit des Sees, wofür wir ihnen sehr dankbar sind. Lake Marjorie, USA. Was würde passieren, wenn die Mutter Natur auf die Idee kommen würde, einen Pool zu erschaffen? Zugegeben, die Frage ist ziemlich seltsam, aber es scheint, als ob wir zufällig auf die Antwort darauf gestoßen wären. Sie lautet, es würde der Lake Marjorie entstehen. Dieses in einem kalifornischen Gebirge gelegene Gewässer wirkt tatsächlich fast künstlich, da das Wasser unwahrscheinlich durchsichtig ist. Der Grund dafür liegt zum Teil in der Art und Weise der Entstehung des Sees, der sich nicht irgendwo, sondern direkt im Krater eines Vulkans gebildet hat. Keine Panik, er ist schon vor vielen Jahren erloschen.
vermutlich bevor auf der Erde die ersten Menschen entstanden sind, die sich deswegen Sorgen hätten machen müssen. Allerdings hat der Lake Majory wenig Zuflüsse, weshalb er quasi sich selbst während der Auffüllung bereinigt, indem das Wasser durch das Gestein fließt. Im Übrigen gibt es auch rings um den See viel zu bestaunen. Der Ausblick ist dermaßen umwerfend, dass er Fotografen aus der ganzen Welt anlockt. Und nicht umsonst. Schaut euch nur an, wie schön es dort ist. Crater Lake, USA. Der im US-Bundesstaat Oregon gelegene Vulkanseekrater ist einer der tiefsten und reinsten Seen der Welt. Das Gewässer ist so tief und glasklar, dass man bis in eine Tiefe von 43 Metern sehen kann. Ja, der See ist ziemlich tief. Die maximale Tiefe beträgt 597 Meter. Und zwar deswegen, weil sich der Crater Lake ebenfalls im Krater eines erloschenen Vulkans befindet. Dessen letzter Ausbruch liegt 7700 Jahre zurück und der entstandene Vulkankrater, der sich unter der Last der abkühlenden Lava gebildet hat, wurde im Laufe von Jahrtausenden mit schmelzenden Schnee und Regenwässern gefüllt. Genau das ist der Grund, warum das Wasser im Crater Lake derart glasklar ist, so die Wissenschaftler. Außerdem verfügt der See über keinen einzigen Ab- und Zufluss durch fließend Wasser. Einer Facheinschätzung zufolge soll es 720 Jahre gedauert haben, bis sich der riesige Vulkankrater mit Wasser gefüllt und langsam zu dem wurde, was wir heute sehen. Trotz seiner beeindruckenden, ja angsteinflößenden Tiefe kann man darin baden, aber um zum Strand zu gelangen, muss man ganze 1,5 Kilometer auf einem steilen Weg gehen. Solltet ihr aber keine Lust darauf haben, euch die steilen Hänge hochzuarbeiten und euch den Wunsch nach Baden weiter zu verkneifen, könntet ihr von ganz oben herunterspringen. Aber wir warnen euch, dass es euch nicht unbedingt Spaß machen würde. Das Seewasser ist zwar rein, aber sehr kalt. Von daher dürfte sich ein schnelles Eintauchen darin kaum so angenehm anfühlen, wie ihr es euch womöglich ausgemalt habt. Rio Sucuri, Brasilien. Wenn es um die Flüsse Südamerikas geht, kommt man natürlich auf den Amazonas zu sprechen. In Anbetracht seiner Länge ist es überhaupt nicht verwunderlich, aber damit wäre die Aufzählung der Sehenswürdigkeiten dieses Kontinents natürlich nicht beendet. Im brasilianischen Feuchtgebiet Pantanal gibt es einen der reinsten quellenspeisenden Flüsse auf unserem Planeten namens Rio Sucuri. Laut Glückspilzen, die das Glück hatten, den Rio Sucuri live zu sehen, soll das Wasser in diesem Fluss so glasklar sein, dass es praktisch unsichtbar ist. Man glaubt, die darin schwimmenden Fische in der Luft schweben zu sehen. Es klingt komisch und sogar ein bisschen gruselig. Aber ihr würdet immerhin darin bestimmt ein heranschleichendes, gefräßiges Krokodil bemerken. Lake Tahoe, USA. Mark Twain hat behauptet, dass das Wort Tahoe in einer Indianersprache für Heuschreckensuppe stehen würde. Natürlich hat der zweitiefste See der USA nichts mit einer Suppe zu tun. Es war eine reine Fantasie des berühmten Schriftstellers. In Wahrheit nannten ihn die hier ansässigen Indianer Dahu-Aga, was übersetzt heißt Seegebiet. Und das klingt um einiges besser als die Bezeichnung einer Suppe, auch wenn sie die leckerste von allen wären. Dieses Gewässer ist in vielerlei Hinsicht einzigartig. Das Wasser schimmert blau-grün und ist sehr sauber. Aus irgendeinem Grund gefriert der See im Winter nicht, selbst wenn es um ihn herum schneit. Und im Sommer steigt die Wassertemperatur nicht über 20 Grad Celsius. Zum Baden ist es nicht besonders komfortabel, aber im Sommer gibt es hier viele Urlauber, die sich gerne mit und ohne Tauchgeräte ins Wasser begeben. Selbst im Winter sinkt der Touristenstrom nicht, obwohl man sich nicht mal zu baden traut. Dafür werden die Skipisten um den Lake Tahoe aktiv befahren, während man den Ausblick genießt. Jenny Lake, USA. Im nordwestlichen Teil des US-Bundesstaates Wyoming befindet sich der Jenny Lake, der mittlerweile zum Nationalpark Grand Teton gehört. Dabei handelt es sich um einen Glazialsee, der 2000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Der See bildete sich vor etwa 12.000 Jahren, so die Vermutung der Wissenschaftler. Also ist es schon ein Weilchen her. Obwohl der See als einer der weltweit saubersten gilt, darf er mit Motorbooten befahren werden, was von allen aktiv genutzt wird, seien es die Forscher oder die Touristen. Ihr braucht euch aber keine Sorgen um die Reinheit dieses Gewässers zu machen. Im Jahr 2006 hat eine Gruppe von speziell ausgebildeten Wissenschaftlern Wasserproben aus dem Jenny Lake genommen und stellte fest, dass er keine Verunreinigungen enthält. Das ist also ein wahrer paradiesischer Fleck. Blue Lake, Neuseeland. Nun kommen wir zum durchsichtigsten Gewässer der Welt. Es ist der Blue Lake, der im Nelson National Park liegt. Die Maori-Stämme nennen diesen See Rotomarivenua. Wir trauen uns nicht, diesen Namen laut zu lesen, da wir ihn für heilig halten. Vielleicht ist das Wasser darin deshalb so rein. Und wenn wir das Wort rein sagen, benutzen wir es nicht als Metapher. Das Nationale Institut für Wasser- und Atmosphärenforschung hat 2011 hier ein Experiment durchgeführt, das ergab, dass der Blue Lake der reinste von allen bekannten Seen der Welt sei. Laut einer Studie beträgt hier die Sichtweite bis zu 80 Meter. Glaubt uns, das ist sehr, sehr viel. In einfachen Worten ausgedrückt ist das Wasser im Blue Lake so rein, dass man fast glauben könnte, es wäre vom Menschen gereinigt worden.
wie Trinkwasser, das in Flaschen verkauft wird. Aber der Mensch hat damit natürlich nichts zu tun. Da kommt die Natur ausgezeichnet alleine zurecht. Bevor das Wasser in den Blue Lake gelangt, durchfließt es nämlich das Gestein, das als natürlicher Filter fungiert. Liebe Freunde, würdet ihr gerne in einem dieser Gewässer baden? Schreibt uns darüber in die Kommentare und vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.